Hey und willkommen zu einem neuen Video der Spielzeugtruhe. Wir schauen uns heute wieder was von Playmobil an. Und zwar mit der Nummer 4944, die Tierpflegerin mit Alpaka. Hier unten sieht man das schon so ein bisschen drauf, ganz klein, aber wir schauen einfach mal auf die Rückseite, denn da ist die Abbildung nochmal in viel größer drauf. Hier in diesem Ei ist diese Tierpflegerin drin mit ein bisschen was zum Füttern, einem Laubrechen und dem Alpaka. Jo, gibt's gar nicht so viel zum Angucken, deswegen würde ich sagen, wir packen es direkt einfach mal aus. So, Dalle, ich habe die paar Teile mal gerade zusammengesteckt. Die Tierpflegerin gefällt mir richtig gut. Die hat so echt richtig schöne rote Gummistiefel an, die gefallen mir super. Und ansonsten sind die Sachen eigentlich genauso, wie wir das gerade eben gesehen haben. Wir haben hier so ein kleines Alpaka. Das hat, obwohl es so eine kleine Figur ist, trotzdem vier bewegbare Beine. Hatten wir zum Beispiel demnächst bei den Okapis nicht. Da hatten nur die großen Figuren bewegbare Beine. Und hier kann man eben auch das kleine Alpaka hinsetzen. Das finde ich ganz cool. Ansonsten ist noch das bisschen Grünzeug hier dabei. Also ein paar Blätter, dass es fressen kann. Und hier in dem Eimer ist auch nochmal so ein Büschel mit Gras drin. Das Set passt also super in den Zoo. Alternativ kann unsere Tierpflegerin natürlich auch zum Beispiel auf dem Bauernhof arbeiten. Und da Arbeit im Garten machen. Also mit der Latzhose ist sie ja echt für jede Arbeit draußen gewappnet. Ansonsten, wenn euch das Set gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne unseren Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.